Tuning-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Foliatec-Video-Tutorial. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, das Thema, das wir heute behandeln, ist die Karosseriesprühfolie. Für diejenigen von euch, die die Karosseriesprühfolie noch nicht kennen, bei der Karosseriesprühfolie handelt es sich um ein Synthetikmaterial zur Beschichtung von kompletten Fahrzeugen. Ihr könnt damit natürlich auch Teilbeschichtungen durchführen, wie beispielsweise an Motorrädern, Scootern, an Freizeitgeräten. Wichtig einfach nur hierbei ist, dass die Oberfläche lösemittelbeständig ist. Das Produkt selber sind zwei Varianten, einmal in einem 5 Liter Kanister oder alternativ in einer 1 Liter Dose. Optional zu dem 5 Liter Kanister gibt es noch eine 500 ml Verdünnung. Natürlich für diejenigen, ihr fragt euch sicherlich, wie bringe ich das Material aufs Fahrzeug auf? Für diejenigen, die zu Hause keine Lackierpistole, wie jetzt zum Beispiel diese Becherpistole haben, wurde gestern mit der Firma Wagner zusammen ein Sprühsystem entwickelt, welches wir euch in einer kompletten Box anbieten. Das heißt, in dieser Box findet ihr das komplette Material, um ein ganzes Fahrzeug Mittelklasse-Pkw zu beschichten. Entsprechend findet ihr in dieser Box zwei von diesen 5 Liter Kanistern, zusätzlich noch zweimal die 500 ml Verdünnung und dann natürlich ganz wichtig ein Sprühsystem, das wir zusammen mit der Firma Wagner entwickelt haben. Das Sprühsystem selber ist extra auf die Anforderungen der Karosseriesprühfolie abgestimmt. Wichtig hierbei zu sagen ist, das Sprühsystem hat einen 12 Meter langen Schlauch, damit ihr auch ganz einfach an alle Bereiche des Fahrzeugs rankommt. Zusätzlich ist die Turbine in dem Gerät extra gegen Lösemitteldämpfe abgeschirmt. Trotzdem solltet ihr, wenn möglich, den Kompressor selber in einem anderen Raum platzieren. Natürlich braucht ihr auch gewisses Zubehör. Das heißt, hier gibt es ein spezielles Abklebeband. Wichtig hierbei ist, dieses Abklebeband ist lösemittelbeständig. Es hat jetzt eine nicht so starke Haftung und erzeugt beim Abziehen eine sehr saubere Abrisskante. Des Weiteren, gerade für umlaufende Türdichtungen, gibt es ein sogenanntes Easy Uptape. Das Easy Uptape selber hat eine Kunststoffkante, mit der ihr ganz leicht unter diese Dichtungen kommt, diese anheben könnt und dann mit der Karosseriesprühfolie ordentlich darunter arbeiten. Zusätzlich noch für diejenigen, die sich ein schickes Design aufs Fahrzeug sprühen möchten, ein sogenanntes Fineline-Tape. Besonderheit hierbei ist ebenfalls, dass es lösemittelbeständig ist, eine sehr geringe Haftung hat und beim Abziehen trotzdem eine saubere Kante erzeugt. Natürlich ganz wichtig, da es sich bei der Karosseriesprühfolie um ein lösemittelhaltiges Produkt handelt, eine Atemschutzmaske. Die findet ihr bei uns auch im Foliatec Zubehör. Des Weiteren zum Schutz eurer Kleidung ein Lackieranzug, so schicke Überzieher für eure Schuhe. Gummihandschuhe, die sind auch lösemittelbeständig, damit ihr eure Finger nicht voll macht. Zur Fahrzeugvorbereitung dann noch extra einen speziellen Karosseriesprühfolienvorreiniger. Damit könnt ihr Silikone, Fette und Wachse von der Fahrzeugoberfläche entfernen. Natürlich könnt ihr auch einen handelsüblichen Silikonentferner nehmen. Wenn ihr beide Produkte mal parallel verwendet habt, werdet ihr den Unterschied merken. Eure Nase wird euch danken, wenn ihr den Karosseriesprühfolienvorreiniger verwendet. Dazu noch ganz wichtig ein fusselfreies Baumwolltuch sowie zum Schluss zum Finish reinnehmen noch ein Staubbildetuch. Beinahe hätte ich es vergessen. Natürlich zum Schutz eurer Augen gibt es noch eine schicke Schutzbrille. So, das Fahrzeug steht jetzt parat. Für euch wichtig zu wissen zur Fahrzeugvorbereitung: Fahrt einmal mit dem Fahrzeug, mit eurem Auto durch die Waschanlage. Wichtig hierbei: Verwendet bitte keine Nano- oder Sonderwachsbeschichtungen oder ähnliches. Am besten einfach nur die Basispflege wählen. Dann natürlich die geeigneten Räumlichkeiten. Wir stehen jetzt hier im Foliatec College, vielleicht bei euch zu Hause eine Garage. Sollte wenn möglich der Boden staubfrei sein und sorgt bitte wenn möglich auch in eurer Garage für eine ausreichende Belüftung. Wenn ihr aus der Waschanlage zurück seid und ihr beispielsweise noch auf der Fahrzeugoberfläche relativ viele Rückstände von Fliegen, Baumharzen oder Ähnlichem habt,
Nehmt vielleicht bitte aus dem Zubehör eine sogenannte Knete. Damit könnt ihr ordentlich alle diese kleinen Pickelchen von der Motorhaube entfernen. Wenn das Fahrzeug bei euch in der Garage drin steht, müsst ihr einfach, damit ihr vorher durch die Waschanlage gefahren seid, darauf achten, dass das Fahrzeug komplett trocken ist. Jetzt ist es natürlich wichtig, wie bei jeder anderen Vollbeschichtung, sei es eine Carving-Folie oder bei einer normalen Lackierung auch, je mehr Bauteile vom Fahrzeug, die ihr nicht beschichtet haben möchtet, ihr entfernen könnt, umso besser wird das Ergebnis im Nachhinein. Das heißt, zum Beispiel bei diesem Golf 6, der hat hier so eine umlaufende Scheibendichtung, die ist einfach nur aufgesteckt, die könnt ihr relativ leicht, ohne viel Aufwand abklipsen. Einfach hier am Rahmen und dann vorsichtig zwei Enden abziehen. Hier unten ist nochmal eine Steckverbindung. Dann habt ihr dieses Teil schon ausgebaut und könnt natürlich hier schön um die Kante rumspülen. Des Weiteren sind beispielsweise Spiegelkappen. In dem Fall haben wir natürlich eine andere Farbe als die am Fahrzeug gewählt. Bei den meisten Fahrzeugen sind die Spiegelkappen auch geklipst. Wenn ihr jetzt wirklich Angst haben solltet, dass ihr eine Nase abbricht oder so, lasst die Spiegelkappe einfach dran. Wie die Spiegel dann im Nachhinein noch separat beschichtet werden, zeige ich euch später. Hier beispielsweise abziehen, schon habt ihr die Spiegelkappe entfernt und könnt auch bei der Spiegelkappe ordentlich schön um die Kanten rumspülen. Nachdem wir nun alle Teile, die wir leicht vom Fahrzeug entfernen können, entfernt haben, fangen wir nun an mit dem speziellen Easy Up Tape, alle Dichtungen, die auf der Fahrzeugkarosse aufliegen, von der Fahrzeugkarosse abzuheben, damit wir im Nachgang mit der Karosseriesprühfolie ordentlich darunter beschichten können. Hierzu hat das Easy Up Tape eine spezielle Kunststoffkante, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Diese schiebt ihr dann einfach zwischen die Karosserie und die Dichtlippe ein und könnt die somit von der Oberfläche abheben. Die Kunststoffkante nun entsprechend hinter die Scheibendichtung einfädeln, schön nach unten durchdrücken, dann das Dichtband nach unten auf die Scheibe umlegen, mit einem leichten Zug an der Glasscheibe fixieren und schon habt ihr hier vorne einen richtig schönen Sprühkanal. Eine Schwierigkeit gerade beim Golf ist die umlaufende Türrahmendichtung. Diese liegt in der Karosserie versetzt. Entsprechend kann ich hier mit dem Easy Up Tape nicht ordentlich arbeiten. Kein Problem, wir nehmen unser spezielles Abklebeband, öffnen die Tür ein bisschen, reißen uns einen Streifen herunter, ca. 12 cm lang, fixieren die Gummidichtlippe hier oben an der Kante, biegen das Ganze runter auf die Scheibe, müssen das Ganze natürlich einmal rings um den ganzen Scheibenrahmen machen und wenn wir dann die Tür wieder schließen, haben wir hier oben auch einen sehr schönen Sprühkanal. Vorhin haben wir das Thema angesprochen, Bauteile, die nicht beschichtet werden sollen, vom Fahrzeug, wenn möglich, zu entfernen. Das gilt natürlich auch beispielsweise für die Rückleuchten. Bei den meisten Fahrzeugen könnt ihr die Rückleuchten relativ leicht entfernen, wie hier beim Golf, das zeige ich euch gleich. Solltet ihr die Rückleuchten nicht ausbauen können, würde ich empfehlen, die Rückleuchten dennoch abzukleben komplett. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich eine enorme Materialersparnis, da ihr, wenn ihr die Karosseriesprühfolie von den Rückleuchten wieder abziehen möchtet, hier genauso viel Material auftragen müsst wie auf der normalen Karosserie. Das Material hier schmeißt ihr allerdings danach wieder weg. Zum anderen hat die Rückleuchte vielleicht schon eine Vorbeschädigung oder ist ziemlich stark verwittert, kann es natürlich durch das Lösemittel dazu kommen, dass diese Beschädigung noch verstärkt wird. Deswegen, wenn möglich, die Teile ausbauen, ansonsten abkleben. Wie das Ausbauen funktioniert, zeige ich euch gleich. Beim Golf im Kofferraum ist die Rückleuchte einfach nur mit einer Rändelschraube fixiert. Diese müsst ihr einfach mal aufdrehen. Das dauert ein bisschen. Und schon kommt euch die Rückleuchte entgegen. Dann müsst ihr einfach nur noch die Steckverbindung lösen. Dazu nehmt ihr am besten einen
geeigneten Schraubendreher. Mit diesem Schraubendreher könnt ihr ganz leicht den Clip abziehen und schon ist die Rückleuchte draußen. Wenn ihr die Rückleuchte nicht ausbauen könnt, ist es wichtig, mit unserem speziellen Abklebeband zu arbeiten, welches wie schon gesagt lösemittelbeständig ist. Beim Abkleben ist darauf zu achten, dass ihr relativ genau an die Kante des Scheinwerfers abklebt. Es ist jetzt kein Problem, wenn das Ganze nicht hundertprozentig genau ist. Allerdings solltet ihr schon versuchen, so nah wie möglich an die Kante zu kleben. Solltet ihr dennoch Rückstände auf der Rückleuchte haben, das ist auch kein Problem. Die Rückstände, die ihr dann übersprüht habt, ziehen sich, wenn ihr das Abklebeband wieder entfernt, einfach von der Oberfläche wieder mit ab. Bei den meisten Fahrzeugen, wie zum Beispiel auch bei dem Golf, habt ihr oft um die Scheibenrahmen herum solche Zierleisten. Die können jetzt wie hier in dem Fall aus Gummi sein, bei vielen Fahrzeugen sind die Zierleisten verchromt. Wichtig grundsätzlich bei der Beschichtung der Karosseriesprühfolie, es ist immer darauf zu achten, dass sich zwischen einzelnen Bauteilen immer ein kleiner Spalt befindet. Das heißt, wenn ein Bauteil wieder abgezogen wird, habe ich eine schöne saubere Abrisskante. In dem Fall habe ich hier schon einen kleinen Spalt drunter. Sollte bei euch die Zierleiste relativ press auf der Karosserie auflegen, nehmt einfach ein einfaches Küchenrakel, Spatel, geht hier unter die Kante drunter und lupft diese leicht an, sodass ihr unten auch einen kleinen Spalt bekommt. Ihr könnt natürlich die Zierleiste komplett abbauen, beim Golf hier ist sie gesteckt. Das Ganze ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da in den Zierleisten meistens ein Metall eingebaut ist und dieser sich bei der Demontage relativ leicht verbiegt. Wenn es jetzt hier ans Abkleben geht, auch wieder hier, ich zeige es nur an einem kurzen Beispiel, nehmt unser spezielles Abklebeband und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, der Spalt ist groß genug, ich kann sogar relativ genau an die Kante rankleben, habt dennoch hier unten den offenen Spalt. Alternativ, wenn ich nicht so präzise arbeiten möchte, sollte ich einen Bereich zwischen dem Spalt und dem Abklebeband freilassen, damit ich hier drüber beschichten kann und wenn ich das Klebeband entferne, sich in dem Bereich die Sprühfolie wieder vom Gummi abzieht. Viele Fahrzeuge, auch zum Beispiel unser Golf hier, haben natürlich vorne am Kühler gewisse Lüftungsgitter. Beim Golf ist das Ganze eine ziemliche Herausforderung, dieses Lüftungsgitter zu entfernen. Deswegen empfehle ich hier auch nur, grob das Lüftungsgitter abzukleben. Hier wie auch an der Zierleiste oder an den Rückleuchten beschrieben, muss nicht so genau gearbeitet werden, da das Material, was auf dem Kunststoffgrill drauf bleibt oder übersprüht wird, sich danach wieder mit dem Klebeband einfach wieder abziehen lässt. Schwierigkeit beispielsweise hier an den Nebelschlüssel, an den Nebelscheinwerfern vom Golf. Der hat hier vorne noch diese Kiemen. Die lassen sich natürlich auch abkleben. Ich habe hier ebenfalls einen leichten Spalt zwischen den einzelnen Bauteilen. Das heißt, ich kann das Material mir im Nachhinein von den Kienen einfach wieder abziehen. Deswegen kleben wir diesen Bereich hier überhaupt nicht ab. Der wird komplett beschichtet. Mal schauen, wie es danach aussieht. Vielleicht lassen wir auch die Karosseriesprühfolie hier einfach drauf und ziehen uns das Ganze im Nachhinein nur von dem Nebelscheinwerfer wieder ab. Fassen wir das Thema Abkleben noch einmal zusammen. Alle Bauteile, die ihr nicht beschichtet haben möchtet und die sich leicht vom Fahrzeug entfernen lassen, baut bitte ab. Bei Bauteilen, die im Fahrzeug verbleiben, ist es wichtig, darauf zu achten, dass ihr immer einen Spaltmaß habt. Ebenso bei der umlaufenden Scheibendichtung oder grundsätzlich alle Dichtlippen, die ihr auf der Karosse auflegen. Verwendet hierzu bitte unser Easy Uptape, damit erzeugt ihr einen sehr schönen Sprühstrahl. Bei den Rückleuchten, wie ich euch gezeigt habe, entweder baut ihr die Rückleuchten aus oder lasst die Rückleuchten am Fahrzeug. Dann solltet ihr allerdings die Rückleuchten abkleben. Dies müsst ihr nicht hundertprozentig genau machen. Alles, was ihr übersprüht, könnt ihr im Nachhinein zusammen mit dem Klebeband wieder abziehen. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt fangen wir mal an, das komplette Fahrzeug abzukleben.
So, nachdem wir nun alle Bereiche wie beschrieben abgeklebt haben, decken wir die großflächigen Bereiche mit Papier. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ganz wichtig dabei, nehmt entweder Zeitungspapier oder vielleicht idealerweise aus dem Baumarkt so ein Abdeckpapier für Malerarbeiten. Ganz wichtig, ist eigentlich keine komplizierte Sache, wenn ihr beispielsweise die Scheibenfläche abdeckt, zieht euch eine große Bahn komplett von der Scheibenfläche unter der Motorhaube durch in den Motorraum rein, deckt den Motorraum komplett ab, knüllt das Papier ein bisschen wie eine Wurst ringsherum um den Motorraum herum, dass wenn ihr die Motorhaube zum Schluss wieder schließt, ihr nur auf Anschlag nicht komplett schließen, der ganze Motorinnenraum durch diese Papierwurst abgedeckt ist. An der Heckschürze beispielsweise könnt ihr genauso wie auch bei den Scheibenflächen oder bei den Rückleuchten beschrieben bis zur Kante nach innen abkleben. Hier hinten habe ich einen kleinen Spalt. Wenn ihr mit Papier abdecken solltet, nehmt das Papier, klebt oben an der Kante fest und schlagt dann das Papier nach innen um den Endtopf rum. Somit könnt ihr auch sicherstellen, dass ihr nichts von dem Material auf dem Endtopf aufspült. Für das Rathaus selber drehen wir uns aus einem anderen Stück Papier eine kleine Wurst und die klemmen wir nach oben rein, dass schon mal ein Sprühnebel in das Rathausinnere gelangen kann. Wer möchte, kann. Die meisten Rathäuser haben hier oben so einen Falz, das Papier von der Wurst oben in den Falz reinstecken, dann bekommt ihr eine saubere Abschlusskante. Alternativ könnt ihr mit dem Spezialabklebeband den Falz am Radlauf entlang abkleben und von innen das Papier an dem Falz, an dem Abklebeband befestigen. Wie das jetzt geht, zeige ich euch mal in der Schnellaufnahme. Ich habe euch ja anfangs versprochen, euch noch zu zeigen, wie das Abkleben bei den Spiegelkammern funktioniert. Im Endeffekt nicht anders als auch bei den Scheibenflächen oder bei den Rückleuchten. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr an der Spiegelkappe selber irgendwo einen kleinen Spalt habt. Der ist wichtig, wie gesagt, dass ihr eine saubere Abrisskante bekommt. Beispielsweise hier unten ist ein sehr schöner Spalt, genauso hier am Blinkereinsatz. Hier oben an der Kante ist ebenfalls ein kleiner Spalt. Das heißt, wenn ihr das restliche Spiegelkappe abdecken möchtet, klebt grob den Blinker ab, sodass ihr noch den Spaltmaß beibehaltet. Das gleiche gilt hier für den Ring. Wenn ihr das Ganze abgeklebt habt, seid ihr damit auch fertig und könnt die Spiegelkappen zusammen mit der kompletten Karosserie beschichten. Nachdem wir nun alle Bereiche am Fahrzeug abgedeckt haben, ist es jetzt wichtig, mit dem Karosseriesprühfolienvorreiniger die Oberfläche von Fetten und von Wachsen zu befreien. Nehmt bitte hierzu das fusselfreie Baumwolltuch. Ganz wichtig, ihr möchtet ja nachher nicht in der Karosseriebeschichtung irgendwelche Staubflusen haben. Den Vorreiniger einfach auf die Oberfläche großzügig aufsprühen. Macht überhaupt nichts, wenn ihr dabei ein bisschen in die abgeklebten Bereiche hineinkommt. Das Ganze kurz einwirken lassen. Und dann mit dem fusselfreien Baumwolltuch die Oberfläche abreiben. Schicker Lackierschutzanzug. Bevor es jetzt ans Eingemachte geht, kurz ein paar Daten und Fakten, die ihr unbedingt wissen müsst zur Karosserie-Sprühfolie.
Ich habe ja bereits anfangs erzählt, das Produkt ist ein Synthetikmaterial, auf Lösemittel basierend. Grundsätzlich ist es so, für das Wagner-Sprühsystem ist das Produkt auch schon fertig angemischt. Ideale Verarbeitungstemperatur, ca. 20 Grad. Sollte darauf achten, dass es nicht gerade ein regnerischer Tag ist, wegen der Luftfeuchtigkeit. Diese sollte nicht höher sein als 60%. Das Schöne an dem 5-Liter-Kanister bei uns ist, wenn man diesen Einzelstutzen rauszieht, habe ich einen Schraubverschluss. Das heißt, wenn ihr Reste übrig habt, könnt ihr diese auch dann problemlos eine längere Zeit aufbewahren. Verarbeitungstemperatur, wie bereits gesagt, ca. 20 Grad Celsius. Grundsätzlich ist das Produkt spritzfertig angemischt. Ich habe euch ja bereits im Vorfeld diese optionale Verdünnung gezeigt. Das heißt, ihr könnt die Karosseriesprühfolie mit unserer Verdünnung bis maximal 10% verdünnen. Das müsst ihr dann meistens machen, wenn entweder die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder solltet ihr mit einer Lackierpistole arbeiten und ihr habt keine erforderliche Düsengröße. Diese wäre bei einer Lackierpistole 2 bis 2,5 mm. Könnt ihr das Material selber mit der Verdünnung noch um zusätzliche 10% strecken. Zum Gerät selber ist es wichtig, ich habe hier unten den Füllbecher fürs Material. An der Pistole ist ein Steigrohr befestigt. Auf dem Auslieferungsbuchstaben steht das Steigrohr nach hinten. Beim ersten Gebrauch solltet ihr euch das Steigrohr nach vorne einstellen. Im Prinzip erleichtert euch das Ganze beim Sprühen. Wenn ihr die Pistole nach vorne kippt, zieht das Steigrohr dann alle Reste aus dem Füllbecher noch raus. Die Pistole selber hat hier ein Regelrad. Mit diesem Regelrad könnt ihr den Materialauswurf einjustieren. Wir, wenn man ein bisschen Übung hat, sprühen direkt auf Level 4. Ihr könnt allerdings auch mit Level 3 beginnen. Ihr merkt allerdings relativ schnell, das Material hat einen sehr guten Stand und ihr könnt dann direkt auf Stufe 4 gehen. Der Materialauslauf wird hier unten über den Hebel reguliert. Je kleiner die Stufe wird, umso weniger kann ich den Hebel an den Anschlag ziehen. Der Kompressor selber hat zwei Sprühstufen. Hier oben Stufe 1 wenig Luft, Stufe 2 viel Luft. Das heißt, bei Stufe 2 habt ihr auch eine bessere Zerstreuung. Allerdings ist es so, wenn es beispielsweise relativ warm ist und ihr sowieso schon mit der Verdünnung arbeiten müsstet, fangt lieber an auf Stufe 1 zu sprühen. Dadurch bindet euch das Material in der Luft nicht so schnell ab. Ich habe mich heute dafür entschieden, das Fahrzeug mit unserem Gunmetal Grey zu beschichten. Ich habe euch am Anfang gesagt, wenn ihr ein Design aufs Fahrzeug sprühen wollt, dann solltet ihr unser Fineline-Tape benutzen. Deswegen machen wir auch eine Farbkombination mit unserem Racing Red. Ich finde, die beiden Farben passen ziemlich gut zusammen. Vorgebrauchte Karosseriesprühfolie ist ganz wichtig, den Kanister ordentlich aufzuschütteln. Das heißt, ihr solltet den Kanister mindestens eine Minute lang schütteln, bevor ihr das Material in den Spritzbecher einfüllt. Am besten noch mal den Kopf. Für die Profis unter euch, ich selber bin kein gelernter Lackierer. Das Sprühsystem, das wir hier anbieten, ist für den Laien gedacht. Mit diesem Sprühsystem und ein bisschen Übung bekommt der Laie ein ordentliches Ergebnis hin. Natürlich ersetzt das Produkt keine Lackierung. Wir werden auch immer relativ häufig gefragt, wie lange hält das Produkt am Fahrzeug. Also grundsätzlich im täglichen Gebrauch, im normalen Straßenverkehr, ca. 1 bis 2 Jahre je nach Pflege. Dafür ist auch das Produkt gedacht. Ich möchte natürlich rückstandslos die Karosseriesprühfolie wieder entfernen können. Deswegen lasst, wenn möglich, die Karosseriesprühfolie auch nicht länger als 2 Jahre am Fahrzeug. Jetzt füllen wir das Ganze mal ein. Ihr habt hier vorne am Becher eine sehr schöne Markierung. Geht auf die 600 ml Markierung. Damit könnt ihr sicherstellen, dass, solltet ihr eine Verdünnung benötigen, ihr noch genügend Platz frei habt, um diese 10% Verdünnung noch mit dazu zu geben. Die Lackierpistole, das Wagner-Sprühsystem ist jetzt komplett vorbereitet. Jetzt geht es ans Fahrzeug. So, jetzt sind wir am Fahrzeug.
Wir haben das Material in die Pistole eingefüllt. Jetzt geht es ans ordentliche Sprühen. Im Idealfall fangt an der Motorhaube an, arbeitet ihr euch einmal komplett ums Fahrzeug herum und dann aufs Dach. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen ist, der Verbrauch pro Fahrzeug ist auf den Kanistern schön beschrieben. Ihr habt da ein kleines Diagramm drauf. Grundsätzlich kann man sagen, bei einem Mittelklasse-Pkw, Golf, A3, A4, Limousine beispielsweise, habt ihr einen Materialverbrauch von ca. 10 Liter. Wer es genau wissen möchte, die Mindestbeschichtungsmenge pro Quadratmeter ist ein halber Liter. So ein Golf beispielsweise hat so 17 Quadratmeter Oberfläche zu beschichten. Entsprechend werden das ca. 8,5 Liter. Da ihr zwei 5 Liter Kanister verwenden werdet, bringt das ganze Material auf. Je mehr Material ihr auftragt, umso stabiler wird dann auch im letzten Ende die Karosseriesprühfolie. Und natürlich umso leichter lässt sie sich wieder abziehen. Zum Sprühen selber, wenn ihr jetzt beispielsweise an der Motorhaube beginnt, wichtig ist, nehmt den Schlauch hinter den Rücken, dann läuft ihr auch nicht Gefahr, dass ihr damit die frisch gesprühte Oberfläche berührt. Fangt an einer Stelle an, am besten an einer Ecke, ungefähr 25 bis 30 cm Abstand zur Oberfläche. Ganz, ganz wichtig ist, der Sprühstrahl, der hier rauskommt, soll immer 90 Grad Winkel zur Oberfläche sein. Stellt euch einfach vor, ihr seid ein Lackierer oder bei Volkswagen. Das heißt entsprechend nicht, wie man es immer aus den Lackiervideos kennt, diese Schwenkbewegung. Dadurch zerstaubt ihr das Material zu stark über die Oberfläche hinweg, sondern fahrt wirklich in diesen 90 Grad Winkel parallel zur Oberfläche entlang. Stoppt, wenn ihr an einem Ende angekommen seid, fahrt in die nächste Reihe rüber, startet wieder. Wichtig ist hier, dass der Sprühstrahl überlappend arbeitet, damit ihr eine gleichmäßige Oberfläche bekommt. Wir empfehlen, die Karosseriesprühfolie in ca. 4 Schichten aufzutragen. Das ist natürlich schwierig für uns zu ermitteln, wie schnell ihr sprüht. Je schneller ihr sprüht, umso dünner werden die einzelnen Schichten. Dann kann es auch mal vorkommen, dass ihr 5 oder 6 Schichten auftragen müsst. Ihr solltet allerdings darauf achten, diesen Mindestmaterialverbrauch einzuhalten. Das heißt jetzt in dem Fall von dem Golf, sprüht auch wirklich mindestens 8,5 Liter auf das Fahrzeug auf. Habt ihr 2 5 Liter Kanister, verwendet auch diese bitte komplett. Jetzt schmeiße ich mal den Kompressor an. Wie ihr sehen könnt, steht der Kompressor in einem anderen Raum. Wir zeigen später mal auch ein Beispiel, wie es aussehen soll, damit ihr dann auch zum Schluss ein richtig glattes Finish bekommt. Die Oberfläche ist nicht hundertprozentig glatt. Ich habe es euch vorhin erklärt, die erste Schicht haben wir relativ schnell gesprüht. Das heißt, dadurch wird
die Oberfläche noch etwas rau sein. Diese ganzen Sprühfäden, man sieht es auch vielleicht ein bisschen oben am Dach, sind jetzt mit der einen Schicht schon relativ gut weggeschmolzen. Auf der Motorhaube sind noch ein paar leichte Sprühfäden damit drauf. Kein Problem. Die nächsten Schichten mische ich jetzt mit 5% Verdünnung an. Dadurch sollte sich die Fadenthematik und diese Staubthematik gelegt haben. Ganz wichtig ist jetzt, alle weiteren Schichten, ich sprühe etwas langsamer. Die Oberfläche achtet auf den Sprühstrahl. Wenn ihr diesen entlang schiebt, sollte richtig nass sein. Nicht nur so eingenebelt, sondern richtig nass. Dann bekommt ihr auch zum Schluss ein richtig glattes Finish. So, jetzt haben wir alle vier Schichten aufgetragen. Ganz wichtig dazu zu sagen, ihr seht es vielleicht jetzt noch an der Oberfläche der letzten Schicht. Das ist die wichtigste Schicht, die muss richtig nass aufgesprüht werden. Versucht, wenn es geht, natürlich dabei laufen lassen zu vermeiden. Man sieht noch relativ gut am Dach, das Dach ist noch nass, wie stark das Dach glänzt. Also es muss eine einheitliche Oberfläche ergeben, die komplett spiegelt, also richtig flüssig ist. Versucht in der letzten Schicht, damit es richtig eben und glatt wird, auch noch ein bisschen mit der Verdünnung zu arbeiten, egal ob die Temperatur stimmt oder nicht. Ich arbeite da immer mit ca. 7,5% Verdünnung. Dann lauft ihr auch wirklich im Plan, dass die Oberfläche relativ glatt wird. Natürlich, wir sind jetzt hier in keinem Lackierbekabinett. Es kann auch mal sein, dass euch irgendwo eine Fliege in die Oberfläche reinfliegt oder beispielsweise ein Wimper von mir. Es ist keine Profibeschichtung, aber ihr kriegt es nahezu perfekt hin, wie das Ergebnis zeigt. So, und jetzt habe ich euch noch etwas versprochen am Anfang, und zwar, dass ich euch das Thema mit Designs aufkleben und aufsprühen zeige. Und dazu kommen wir jetzt gleich. So, jetzt geht es ans Abkleben von den Designs. Prinzipiell könnt ihr auf die Karosserie-Sprühfolie jedes Design aufsprühen, was ihr möchtet. Wichtig dabei ist zu beachten, dass die Oberfläche richtig durchgetragen ist. Das heißt, jetzt in dem Fall sind wir jetzt gerade mal so 30 Minuten nach der letzten Schicht. Idealerweise lässt ihr das Fahrzeug über Nacht einmal stehen. Frühestens zu beschichten, wenn ihr mit den Fingern draufpasst und ihr merkt, okay, ihr lasst keine Fingerabdrücke mehr, dann könnt ihr es schon versuchen. Um das Design auf die Motorhaube zu bringen, ich habe mich jetzt für Racing Red entschieden, mit einem schicken Hemdstreifen hier in der Fahrzeugoptik. Nehmt dieses Fineline-Tape, setzt es an einer Kante an. Ich nutze jetzt natürlich hier die Linie vom Fahrzeug und zieht euch dann das Fineline-Tape in den gewünschten Bogen entlang der Kontur. Jetzt idealerweise habt ihr jemanden zur Hand, der euch dabei hilft. Ihr müsst natürlich trotzdem den Bereich noch mit Papier abdecken und mit unserem speziellen Klebeband dann befestigen. So, nachdem wir nun abgeklebt haben, ganz wichtig, wenn ihr das Fineline-Tape
überklebt. Achte darauf, dass ihr mit dem speziellen Abklebeband nicht über die Kante des Fineline-Tapes hinausklebt. Das wird das erste Abklebeband sein, was wir danach abziehen werden. Das muss auch sofort passieren, dass die Sprühfolie euch nicht antrocknet. Zum Sprühen von so kleineren Flächen und Details habt ihr die Möglichkeit in der Zeit, die Düse an der Pistole zu verstellen. In der waagerechten Position ist der Sprühstrahl der Fächer senkrecht. In der senkrechten Position ist er natürlich dann horizontal. Und wenn ihr die Düse auf 45 Grad schräg einstellt, so wie hier, dann bekommt ihr einen punktuellen Strahl. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Da der Streifen relativ breit ist, sprühe ich den trotzdem als Fächer. Streifen sind wir fertig. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Jetzt geht es daran, die Oberfläche über euren Staub trocken, das Abdeckmaterial wieder zu entfernen. Ganz wichtig dabei, ich habe euch ja im Vorfeld erzählt, achtet auf das Thema Brückenbildung zwischen den einzelnen Bauteilen. Das gilt natürlich auch für das Abklebeband. Sollte sich irgendwo eine Stelle befinden, die ganz leicht eine Brücke bildet und beim Abziehen sich die Haut mit abhebt, nehmt ein Cuttermesser und schneidet ganz vorsichtig am Krepppapier entlang ein, dann habt ihr hier auch einen sauberen Trenngrad. Ich schneide jetzt hier bloß ganz kurz das Papier auseinander, lege es in die Tür. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie die Spiegelkanten gesprüht werden. Geht relativ leicht, wenn ihr das ganze Auto schon gesprüht habt, dann ist das ein Klacks für euch. Die Spiegelkanten werden ebenfalls im Racing Red gesprüht. Hierzu stelle ich mir die Düse auf 45 Grad ein. Dann kann ich sehr schön punktuell arbeiten. Und dann lege ich jetzt mal los.